Ja, das ist ein 5 plus 3 minus 5 minus 3 minus 5. Mehr als 1. Mehr als 1. Leute, das kommentiert zu einer neuen Runde Ultimate Together mit dem Yen-O-Nator LP ist auch wieder dabei. Das man muss sich nicht alleine aufnehmen, das freut mich sehr. Die Landschaft wird heruntergeladen und wo sind meine Kühe? Achso, die stehen da draußen. Ich habe mir ja ein Dings gebaut, als ich alleine gespielt habe, weil ich begrüße immer meine Kühe so schön, dass eine Kuh ist ausgewachsen. Dann gucken wir gleich mal, was hier so los ist, ne? Ihr müsst wissen, gucken, Feld ist noch nicht... Ja, ich weiß, weil ich mir eine Kuhfarm gebaut habe. Und ich habe sogar eine Hühnerfarm gebaut von den Hühnern, die ich bei dir geklaut habe. Ich stehe wieder auf meinem Headset-Kabel, wie immer, ne? Das ist natürlich so eine... Irgendwie das Gefühl, dass Danny ein bisschen zu laut ist, deswegen setze ich jetzt einfach mal einen kurzen Cut. Und repariere das mal kurz. So, und dann geht es auch schon weiter. Und ich bin ja nicht mal unprofessionelle Videos. Ey, war ich eben zu laut? Zu laut! Ja, du bist über das Mikrofon. Bist jetzt irgendwie doppelt so laut, wie du vorhin warst. Hä? Du bist jetzt über das dein Mikro, mit dem du auflässt. Du bist lauter mit als dem anderen. Weshalb die nicht zu laut. Ja, weil ich jetzt mal halt mit meinem T-Bone rede und vorher halt mit meinem Headset geredet habe. Warum ist hier eine Babykuh? Vielleicht weil deine Kühe Babys gemacht haben. Aber ohne dass ich es denen erlaubt habe und ohne dass ich den Weizen gegeben habe. Genau, und ich bin hier immer noch in meiner lustigen kleinen Höhle. Okay, anscheinend fressen sie es nicht, wenn ich es probiere, darüber zu werfen. Was? Nein, sie fressen das nicht. Ja, die Kids sehen sehr gut aus mit den Spielmechaniken. Ja, also das ist immer sehr gut, was ich mache. Gucken wir, ob hier unten schon ein Mob gespawnt ist. In welcher Höhle? Bist du in der Höhle? Ja, ich bin immer noch in der Höhle. Hab ich jetzt immer noch aufgehört. Ich könnte wetten, wenn ich in eine Höhle gehe, werde ich nie zurückfinden. Werde es nicht einfach nicht schaffen. Wie viel Essen hast du eigentlich dabei? Ich hab noch 4 Hühnchen dabei. Okay. Ja klar, ich pack grad mein Essen da rein. Vielleicht könnte noch eine Kuh töten. Eisenspitzhacke nehme ich nur meine Spitzhacke mit und dann gehe ich ganz schnell auch in eine Höhle. Und das mitnehmen. Und das brauche ich. Das brauche ich nicht. Die Angel brauche ich nicht. Das Leder brauche ich nicht. Mal hier brete ja noch was. So. 9. Ja, das reicht erstmal so für die Höhlentour, ne? So, dann können wir jetzt mal eigentlich in die Höhle gehen, ne? Ja. Weil ich habe bei Silvan mal in so einem Video gesehen. Oh, nee. Ich fall einfach runter. Skelett. Alter. Ja, bei mir leckt es gerade wieder so hardcore. Irgendwie immer, wenn ich zu Silvan gehe, fängt das an zu laggen. Das ist einfach schon 5 Tode. Silvan ist schuld. Es leckt. Ja, genau. Achso. Ich hab zwar meine Schippe jetzt weggepackt, aber jo. Mir doch egal, ob ich meine Schippe weggepackt habe. Hat Silvan eigentlich, bevor er weggefahren ist, irgendwas vorproduziert? Nö. Aber eigentlich müsste das Wochenende wiederkommen, oder? Ja, glaube ich. Also eigentlich gesagt 2 Wochen, ne? Alter, was hat der sich bitte schon hier für einen Dschungel gebaut? Was birgt? Was? Der birgt irgendwas. Also, ich weiß nicht wo. Der hat eine ganze Menge Hühnereier. Mal, der hat sich doch, irgendwo hatte der sich hier sein Pimmel hingebaut. Über den muss ich gehen, aber nee, hier war auch noch eine Höhle, weil das hatte ich hier hingebaut, weil ich mich hochgesteckt hatte. Ja, ich hab eine Karotte. Ah, hier war das ganze weiße Zeug. Hier ging's noch weiter rein in die Höhle. Noch Eisen, Kohle. Die Kohle nehme ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne mit. Weil ihr müsst wissen, ich habe inzwischen schon eine Beziehung mit meiner Kohle. Ja. Jen hat Beziehungen mit seinem Eisen. Den hat er in so ganz viel YouTube, Mann. Den hat er so viel gehabt, dann hat er eine Beziehung damit gemacht. Mit dem Eisen oder mit der Kohle? Mit dem YouTube, Mann. Was? Beziehung mit einem YouTube, Mann, Nein, du. Hey, achso, die Kohle. Nein, ich meine eigentlich gerade die Kohle, die ich gerade abbaue. Ich weiß. Ich glaube, hier sind die Zuschauer verwirrt. Du hast mich auch verwirrt. Nein, eigentlich hast du es nicht gemacht. Ja, das ist ein 5 plus 3 minus 5 minus 3 minus 5. Mehr als 1. Mehr als 1. Kann gar nicht sein. Du hast die Folge gebrochen.
Ja, ich weiß. Kannst du dir jetzt nochmal ein Video angucken, dann kannst du ja die Antwort im Kommentar schreiben. Ja, ja, mach ich. Ich spiele jetzt einfach so ein Video beim Schneiden ein. Das kannst du doch gar nicht, oder Jan? Ja. Kannst du so synchronisieren? Ja, das Gelaber, das musst du mal übelst viel Aufwand. Also, vor allem, wer ist denn Hype immer? Ja, komm. Also, hast du schon mal mehr als zwei Sätze synchronisiert? Nein, ne? Das ist ja keine zwei Sätze. Ja, ich hab schon Aufgabe. Ja, komm. Ja, okay, für eine Matheaufgabe ist das wirklich nicht viel, aber ich spreche relativ schnell gesprochen. Haben wir gerade übelst viel Kohle. Ich hab fast einen Stack. Eigentlich wollte ich Eisen holen, aber jo. Abgelebt. Hau ab. Ich hab übrigens 14 Level. Hat einer von euch eigentlich schon einen Verzauberungstisch? Keine Ahnung, ich hab überhaupt noch keine Diamanten. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Da hinten ist ein Zombie, zwei Zombies. Ja, dann möchten ja irgendwie alle voll ab in dem Projekt. Und ich bin einfach so vollkommen gechillt, baue mein Haus schön. Ja, ich auch. Ich war bis vor den 10 vor eben. Das ist jetzt meine erste Erkundungstour. Naja, okay, ich war schon mal einmal ganz kurz, wo ich Kohle geholt habe oder so. Und Silvan geholt sie einfach so. Ja, der hat schon eine zweite Folge, hat er einfach schon Diamanten. Ich war in der zweiten Folge nicht jetzt in der Höhle drin. In der zweiten Folge, was? Da habe ich bei dir unter der Brücke geschlafen. Nein, in der ersten Folge hast du bei mir im Keller geschlafen. Nee, das war glaube ich noch in der ersten, oder? Ich weiß gar nicht, wann habe ich. Wie lange habe ich. In der zweiten Folge hast du dir ein Haus gesucht. Nee, da habe ich mein Dings gebaut, da habe ich meinen jetzigen Hühnerstall gebaut. Ja. Also dieses komische Ding, was früher in meinem Haus wäre, sollte jetzt aber ein Hühnerstall ist. Hier wachsen einfach Pilze unter der Erde. Wenn du was du warst. Kevin? Mein Server hat gespeichert. Hä? Warum wird mir das nicht angezeigt? Ich finde das echt nicht sozial. Nee, keine Ahnung, weil bei dem Server irgendwie die Public Message nicht angezeigt wird. Da wird das nur mir angezeigt. Kann sein, dass es nur den OP-Leuten angezeigt wird, und da du noch OP bist, wird sie angezeigt. Ja. Da siehst du. Sollte vielleicht mal was essen. Komm schon. Und wir bauen weiter ab. Wir bauen weiter ab. Und wir steckern die Kohle ab. Wir steckern die Kohle ab. Ich glaube, die Zuschauer, die denken sich jetzt, die fassen sich einfach mit der Hand am Kopf und denken sich so, what? Genau. Aber ja, so ist es halt, wenn man den ganzen Tag einfach 24/7 Minecraft spielt. Ich will hier nochmal raus. Obwohl, eigentlich suchten wir mehr. Im Moment suchten wir echt mehr Robocraft, ne? Ich hab euch wertvoll geworfen. Was zur Hölle mache ich hier? Weiß ich nicht, was du machst, aber ich würde ganz stark vermuten, du spielst Minecraft. Ich stehe da einfach so, guck da oben und werf hier einfach so ein bisschen mein Schwert weg. Und weiß selbst nicht warum. Was hast du gemacht? Ich hab einfach so gelogen, dass ich hab einfach so gestanden, hab nach oben geguckt, so aus der Schlucht raus. Dann werf ich einfach ganz plötzlich, drück ich einfach so Q und werf mein Schwert weg und weiß selbst nicht, warum ich den Scheiß mache. Ja, du hast einfach zu viel YouTube-Money. Ja, YouTube-Money. Ist schon mal aufgefallen, dass fast in jedem zweiten Wort, in jedem zweiten Satz YouTube-Money vorkommt? Ja, genau. In jedem zweiten Satz. Wenn ich jetzt nicht eigentlich müsste jetzt in diesem Video YouTube Money vorkommen, also in diesem Satz YouTube Money vorkommen. Das kann ich mal in die Richtung hier. Wenn ich jetzt nicht zu faul wäre, würde ich da jetzt so einen Counter einbauen. Wie oft und in wie vielen Sätzen dazwischen wir YouTube Money gesagt haben. Boah, aber das ist sowieso unwendig, das mache ich nicht. Wie gesagt, wenn ich nicht zu faul dazu wäre. Vielleicht mache ich das doch. Wenn ja, renne das einfach einmal extra und schickst mir, damit sie einfach über mein Mikro nochmal drüber rendern kann. Na, dir ist aber schon klar, dass es im Hintergrund schwarz ist, ne? Ja, aber ich kann es ja mit dem Chroma-Key ja wegmachen. Wenn du meinst. Ich kenne nur davon aus. Ich nicht. Mit was renderst du Sony, ne? Ja. Und das mache ich nicht. Weil Sony bei mir einfach die ultimativen, schlechtesten Qualitätsansprüche hat der Welt. So, ich bin aus der Schlucht draußen. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich wohne. Oh mein Gott. Warte, da ist das Loch, ich bin von da. Ich wohne da hinten. Da ist das Loch, ich wohne da hinten. Ja. Also du kannst dich von dem Loch aus entscheiden, wo du wohnst. Einfach mal kurz das möchte ich auch machen. Die letzte Aufnahmesession ist so von fast über eine Woche her. Ja. Ich bewege meine Hand da unten so, wo ihr sie nicht sehen könnt, so richtig schlau, so Gestikulation außerhalb der Facecam. Mal hier bin ich auch hochgegangen. Und das war das, was ich nicht da war. Weg da. Ja,
Also hier. Also sag halt, nein. Die so richtig behindert. Was ist denn hier los? Geh mal weg, der Stein. So und toll. Oh nee, das ist gleich ein Creeper. Hühnchen töten. Nee! Ey, der wird schnell explodiert, die scheiß Dinger da. Keine Ahnung. Lol, das ist einfach so ein Lavafluss von oben. Gehen einfach mal in den Super Creeper. Ey, der wie fick. Was ist das da, ein Super Creeper? Ein Super Creeper. Alter, die Viecher, wie schnell explodieren die? So in den Buben weg sind so. Ey, Danny, ich seh dich. Boah, dann. Oh. Da hinten. Hä? Das ist ein Skelett, was gerade auf mich schießt. Hä, wo bist du, Alter? Das war ich. Hey, du hast auf mich geschossen, hier steht aber. Genau aus der Richtung kann man. Steht auch ein Skelett. Ein Zombie! Das Lustige ist, ich hab aus der anderen Richtung geschossen. Ja? Ja. Dann stehst du ja da hinten. Wer ist dir dein Name? Sei du glücklich, dass du meinen Bogen nicht dabei hab. Ja, ist ja nicht so, als würde ich dich nicht sehen oder so, ne? Boom! Das Lustige ist, ich hab jetzt meine Pfeile an dir verschossen. Ja, läuft bei dir, ne? Ich geh jetzt mit dem Essen klauen. Nein! Ich hab noch. Nee! Jan, ich komm mit. Erstmal bei Silvan unten in der Farm. Warte mal, hier unten hat einer seine Farm. Ich weiß nicht, ob ich die abenden darf. Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Ich ende einfach mal gerade hier oben in der Farm ein bisschen was ab. Und wenn es gerade neu an. Guck grad mal, was hat er denn hier oben? Das ist nur Scheiße, Dona. Hier Diamanten, die nehme ich gleich mal mit, ne? Da ist nichts drin, ich habe alles schon geguckt. Nee, ich bin hier drin. Für die Dings, für die Brote zu machen. Also irgendwie sieht jemand Haus so richtig schäbig aus. Ja, ne? Da muss man glatt cutten. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich Silvan sein Haus also sehe, dann muss ich gleich nach Aufnahmen, gleich nach der Aufnahme-Session kacken gehen. Also, das ist echt einladig. Gerade so richtig traurige Musik irgendwie im Hintergrund. Pass auf, es kommt denen wieder so. Kommt denen einfach wieder so. Ich meine, mach meine Musik im Nachhinein rein. Ja, mach ich auch. Ja, siehst du, da ist der Unterschied zwischen mir und dir. Ja. Da fängt auf irgendwie tolle Musik und wird die traurige Musik, obwohl es nicht traurig ist. Ja genau, und du wählst einfach die Musik aus, die gerade ist. Ja, ich wähle die Musik aus, auf die ich gerade Lust hab. Lol. Und hat mich gesagt, dass der Enderman gerade ausrastet. Ich glaube, ich sollte mir einen Keller bauen, ich hab einfach Angst wegen dem Enderman da. Ja, der Zusammenhang war jetzt sehr einfach zu verstehen. Keller, ja, Endermänner genau. Angst. So. Sind nicht bei Endermänner Angst? Ich habe immer bei Endermänner Angst. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? 13 Minuten, Jen. Was würdest du eigentlich machen, wenn du mich nicht hättest? Würdest du denn eigentlich den ganzen Tag aufnehmen? Nein, dann würde ich auf eine Uhr gucken. Achso. So richtige Frage. Ja, erstmal ist gut, wenn man einen zweiten Bildschirm hat, ne? Den kann man auf die Uhr gehen. Ach, da unten, oben sind meine Eier. So. Meine komm Kiste rein. Ist voll. Da. Wie viele Hühner ich einfach hab jetzt? Dö. Hab ich da einen Bogen? Da, ich ernte gerne meine Sachen und mach die Felder dabei kaputt. So. Oh, schon wieder falsch abgeerntet. Was mach ich jetzt für den Rest der Folge? Ich mach mit den Kühen ein bisschen Sex. Oh nee, Enderman! Oh nee. Hoffentlich stirbt Danny jetzt nicht. Das wäre ja so traurig. Alle Kühe haben Sex gemacht. So, ich gucke mal noch kurz nach meinen Hühnern. Dann fange ich in der nächsten Folge, glaube ich, mal an mein Farmgebäude. Fängst du an? Mit meinem Farmgebäude. Man habt jetzt. Oh toll, ich habe genau 3 Hühner. Das ist richtig ekelhaft. Boah, Enderman, geh nach Hause, Mann. Ich krieg so ein bisschen AIDS vom Enderman. So, jetzt gucken wir mal so, was könnten wir hier noch alles reinpacken? So. Ich habe mir in der letzten Folge habe ich mir einfach so Türen gemacht.
Weiß zwar nicht warum, aber ich habe mir einfach Türen gemacht. Ich wollte irgendwie eine Kiste oder so machen, mach mir einfach Türen. Ja, sieht man, wie professionell ich wieder bin. Da. So, das brauchen wir nicht. Den Wassereimling kann man immer mal gebrauchen. Fleisch kann man immer mal gebrauchen. Was ist da ohne? Ich könnte mir Pfeile machen. Ich gehe jetzt. Aber nee, Pfeile macht man sich mit Flints, ne? Ja. Kann der auch nicht. Ich gehe jetzt meine Hühner besamen. Bitte was? Ich gehe jetzt meine Hühner besamen. Jetzt habe ich jetzt hoch zu hier. Scheiß Bug, warum funktionierst du nicht? Boah, Jan wollt wieder Bugs benutzen. Jan, das ist die 1-8, da funktionieren nicht so leicht Bugs. Meine Stimme, sie versagt wieder. Wo kommst du denn? Ich bin nochmal. Oh, fuck, ey. Willst du mich nicht besuchen kommen? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Hast du das nicht gerade gesagt? Nein, ich hab's nicht gesagt. Hä, bist du eigentlich schwerhörig? Keine Ahnung. Achso. Ist das normal, dass hier ein Ei liegt? Ja, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Aber bei mir zu Hause liegen einfach irgendwann auf dem Boden immer so Eier rum. So, ja, bei mir eigentlich auch, aber ich habe sie heute alle mal eingesammelt. Wo bist du? Frag ich mich auch gerade. Ich glaube, ich laufe wieder in die falsche Richtung hoch. Ich laufe immer so direkt den Berg hoch. Wenn es, als würde es dann noch einen einfachen Weg geben. Hey, hier liegt ein XP. Ich hab's Ei geworfen und auf einmal liegt ein XP. Ich glaube zwar nicht, dass das Ei was mit dem XP zu tun hat, aber man könnte ja mal so. Hey, genau aus diesem Ei ist ein Hühnchen rausgekommen. Und ist ja normal, dass hier ein Creeper steht? Ich darf den doch bestimmt explodieren lassen, oder? Bist du richtige Mongo, bist du, ne? Dir ist schon klar, dass du mit deinem scheiß Bogen mir irgendwie gerade 3 Herzen abgezogen hast. Oh, 3 Herzen, musst du jetzt 2. Oder 4. Es war auch nicht mein Ziel, dich umzubringen oder irgendwie irgendwas. Was war das zu kühlen? Es war auch nicht mein Ziel, dich umzubringen oder irgendwie oder irgendwas. Doch, das war ein, wir überziehen. Egal. Na, ich würde sagen, wir nehmen danach gleich noch eine Runde auf, ne? Oh, Mittelbörse, okay. Ich geh ganz kurz nochmal hoch zu Jan. Ist schon klar, dass du mich mit den Eiern nicht treffen kannst. Also, du kannst mich schon treffen, aber sie machen mir nichts. So, Jan, wir nehmen dann noch eine Runde auf, okay? Oh, Creeper. Der macht Bumm, scheiße. Und du würdest sagen, hoffentlich hat euch diese Runde gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ja. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis.